Guten Tag. Wenn es um Gefühle geht, ist der Wassermann auf dem Gebiet des Denkens und Verstehens nicht anderes als Kinder. Wassermann kann verzaubern, weil er so kindlich ist. Und Wassermann hat so einen angeborenen Idealismus und seinen Idealen möchte man gerne nachkommen. Also, anderes gesagt, Wassermann kann dich so ein bisschen verzaubern. Ja, wie die Kinder. Die reden manchmal eine Sprache, die ganz anderes ist. Die sagen, ja, wie soll ich das sagen? Die sagen, gestern hatten wir eine Windstärke 110 Gigabyte. Er macht das nur so als Scherz. Das ist ja süß, das ist ja niedlich. Wir wissen, dass Windstärke ist nicht in Gigabyte zu messen. Naja, dann sagt er, gut, dann in Kilowatt. Das sind Scherze, die Wassermann-Menschen gerne machen. Das mag auch gerne Zwilling, auch Luftzeichen. Und deswegen, er kann dich bezirzen, verzaubern, er kann sehr schöne Sprache sprechen. Er kann dir auch die Wahrheit sagen, dass du schrecklich aussiehst. Oh, du siehst ja schrecklich aus. Ah, das sind ja Bilder von einer Palliativstation, die du mir gesendet hast. Das kann Wassermann auch sagen. Er fühlt das aber nicht so, weil er kann das nicht fühlen. Er kann das nicht empfinden. Das ist das Problem bei den Wassermann-Menschen, dass sie das gar nicht empfinden, was sie sagen. Deswegen, wenn jemand das nicht versteht, wird er leiden. Bei Kindern verzeiht man das natürlich, aber den älteren Menschen bzw. Erwachsenen verzeiht man das nicht. Deswegen oft auch, wenn du ihm was sagst, dann wird er sagen, ja, berührt mich überhaupt nicht, aber trotzdem ist er eifersüchtig, er reagiert nicht so wie die Kinder. Kinder weinen, kommt zum Ausbruch, bei ihm nicht. Er wird plötzlich eingeschnappt sein und so komisch und so kalt eben. Und deswegen, das muss man verstehen, dass er ist schon verletzt, aber er wird dir das nie zugestehen und nie sagen, dass das so ist. Und wenn du sagst, bist du jetzt sauer auf mich? Ach, überhaupt nicht, sagte Wassermann, überhaupt nicht. Aber bist du jetzt böse oder eifersüchtig? Ach, ich war noch nie eifersüchtig in meinem Leben. Also wenn die das so sagen, das bedeutet immer das Gegenteil. Natürlich ist er eifersüchtig. Er hat Gefühle wie wir alle. Nur Wassermann wird diese Gefühle dir nicht zeigen. Deswegen, egal ob er jetzt böse ist, eifersüchtig oder er fühlt sich verletzt, vernachlässigt, egal. Er wird dir das nie sagen. Deswegen sagt er immer, das ist mir doch egal, ich habe damit nichts zu tun. Natürlich hat er damit was zu tun. Deswegen muss man das verstehen. Wenn Wassermann sagt Minus, das bedeutet Plus. Also wenn er sagt, ich bin nicht verletzt, natürlich ist er verletzt. Ich bin nicht eifersüchtig, natürlich ist er eifersüchtig. Das müssen wir verstehen. Und deswegen ist das, was ich am Anfang erwähnt habe,
auf dem Gebiet des Denkens und Verstehens nicht anderes als ein Kind. Nur, wie gesagt, bei den Kindern kommt zum Ausbruch, zum Weinen, bei dem Wassermann nicht, er wird plötzlich kalt sein. Das muss man verstehen. Aber für heute sehe ich, dass meine Zeit leider total um ist.